somit grüßt zurück zu Cyberpunk 2077. Wie du siehst, ich habe gerade die E-Mails gecheckt. Die ersten drei oben war ja nichts Wertbewegendes, nichts, was jetzt irgendwie für uns relevant wäre. Das Einzige, was jetzt relevant wäre, ist das hier. Auf der Autofixer-Netpage findest du alle Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen. Du kannst die Netpage am Computer in deinem Apartment oder an anderen Computern in Night City mit einem Blub-Symbol markiert sind aufrufen. Auf den Bildern der Fahrzeuge wird ein Symbol angezeigt, wenn es eine eingebaute Waffe hat. Für Maschinengewehr, Raketenwerfer. Wenn deine Street Cred steigt, werden auch mehr Fahrzeuge auf Autofixer verfügbar. Genau. Was hat unser... Was ist das? Ausrüsten. Das ist das gleiche. Sportshorts. Bikerjacke. Ja, möchte jetzt aber nicht wissen, wie unser Charakter jetzt ausschaut. Wahrscheinlich wie, naja, wie Kraut und Rübe. Warte mal. Wir haben ja da einen Spiegel. Na, herst. Aber so richtig zum Kotzen. Na gut. Warum auch nicht? Dann in die Waffenkammer. Was gibt's denn da alles? Ach du meine Güte. Dein Lager ist ein sicheres System. Ja, toll. Ich weiß halt nicht, was mehr wert ist. Ist Apartment oder ist Waffenlager? Naja. Dann war da noch irgendwas. Wodka. Nehmen wir mit. Triff dich mit Jackie. Heute werden wir mal nichts mit Jackie machen. Wir werden uns jetzt da mal ein bisschen umschauen. Aha. Werbung. Wieso deaktiviert? Das muss er doch, gell? Na gut, warum auch nicht? Was ist los? Bin ich dir peinlich? Nein, das ist es nicht. Was dann? Es ist nur... später, okay? Ich habe gerade zu viel um die Ohren. Ich bin dir also doch peinlich. Oh, so eine Scheiße. Aha. NCPD, aufmachen! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Packen? Wieso packen? Überreden? Da stimmt was nicht. Hey. Dann geh ich wieder. Wer bist du? Kannst du irgendwas? Bist du irgendwas? Aha. Naja, sauf ruhig weiter. Das war sie zufällig, dass da eine Nebenmission ist. Aber irgendwie lasst mir die Polizei nicht zu, wie. Sprühfarbe. Und wieso ist das alles auf Englisch? Naja, komm, mir ist es wurscht. Scheißteil! Ist da in der Stadt alles so positiv gestimmt, hä? Oh nein, nein, nein. 14 ist schlecht. Ist einfach nicht genug. Warte, du meinst 14 pro Tag? Also das klingt schon viel besser. Ich muss das mit meinem Partner besprechen. Ja, ich rufe zurück. Schönen Tag wünsche ich. Ja, wünsche ich ja. Nur keine Panik. Wer ist jetzt? Hey, nicht drängeln. Es ist genug für alle da.
Alles brandneu, frisch aus der Fabrik. Erst gestern frisch aus dem Konvoi gefischt. Aha. Ja, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, dieses Night City ist eine sehr interessante Stadt. Nehmen wir mit. Ah, okay, das könnte vielleicht später interessant werden. Hey, yo, wie wär's mit ein, zwei Runden? Was meinst du? Mehr. Oh, nehmen wir auch mit. Wir werden später mal lesen, habe ich glaube so das Gefühl. Wie gefällt dir mein neuer Bad? Hat mir gerade ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er eine wie dich handhabt. Was meinst du? Wo hast du den her? Woher hast du den, Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt, da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbad. Echtes Schnäppchen. Ein guter Chum hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Malone gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Aha. Nein, heute nicht. Trotzdem danke. Meinetwegen. Ich bin hier. Ja, das denke ich mir, dass du da bist, dass du sonst nichts zu tun. Also, da weiter geht's. Was ist da hinten überhaupt? Wir kennen den Lauf mal. Ach du Scheiße. Ah, warte mal. Warte mal. Wir haben ja Punkte zu vergeben. Verfügbare Attributspunkte. Das dürften da sein, gell? Konstitution. Coolness. Geräteüberschreibung und technisches Wissen. Konstitution. Höhere mit Schrotflinten, leicht Maschinengewehr und stumpfen Waffen. Okay, Intelligenz. Außerdem kannst du mit Intelligenz auf das lokale Subnetz zugreifen, sowie dein Wissen über das Netz in Dialogen zeigen. Okay. Ach du Scheiße. Killerinstinkt. Was ist das? Bewegungstempo. Kann ich das nicht freischalten? Wie funktioniert das? Straßenkampf. Wenn ein Fahrzeug driftet oder sich in der Luft befindet. Okay. Schadensminderung verleiht eine gewisse Chance, erlittenen Schaden standardmäßig 50% zu verringern. Ja, natürlich schwierig. Messern, Äxten und schallgedämpften Feuerwaffen außerhalb des Kampfes. Außerdem wird dein Schaden angezeigt. Beim Ducken. Wir nehmen das. Ich glaube, ich habe alles, gell? Ach du Scheiße. Na, das kann heiter werden. Na gut. Try out our freshly developed new tastes. Eine Füße für den 50er wartet auf ihre Mami. Schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Was? Lass mal sehen. Ach du Scheiße. Ach so, das hab ich im Inventar. Okay. Fünfundsiebzig.
Jeans. Was tut da, ne? 521, also für Kohle habe ich momentan nicht. Lass mal sehen. 878, ja, das gefreut mich. Das wird so alles verkauft. Was ist denn das? Boomerang, Wurfwaffenmod. Okay, das werden wir uns mit denen später befassen. Verbrauchsgüter. Okay, ich glaube, hat wir Waffen überhaupt? Wo hat sie? Lass mal sehen. Ja, das gefreut mich. Ich will das jetzt nicht sehen. Es war es aber nicht, wie. Von einem endlosen Meer. Arasaka war am Ruder. Heute in meinen Träumen ist nichts als nur Nebel. Und ich bin nur noch am Boden. Willst du je aufhören zu singen? Oh, das war die beste Aufführung von Corporate Wars, die ich je gesehen habe. Du und deine Musicals. Ja, jeder hat seine Leidenschaften. Mhm. Leidenschaften, Begierden und Geilheiten, wie man so schön sagt. Hole die Waffe bei Wilsons ab. Ja, wie steckt wie die Waffe weg? Muss ich mir das einmal anschauen. Wie steckst du deine Waffe weg? Oh mein Gott. Controller-Vibration. Nachladen. Was ist das? Keine Ahnung. Auto ist nicht da. Ach wie steckst du deine... länger auf B bleiben. Okay. Hol die Waffe ab. Lass mal sehen. Leider? Unity. Kaufen. Vielen Dank. Du hast soeben eine ikonische Waffe erhalten. Ikonische Waffen haben einzigartige Fähigkeiten, können dafür aber nicht mit Waffenmods verbessert werden. Mit den erforderlichen Komponenten kannst du ikonische Waffen auf eine höhere Kategorie upgraden, was ihre Kampfkraft deutlich erhöht. Dies kannst du im Tab Upgrades im Menü Herstellung tun. Na, gratuliere. Wieder so ein Spiel, wo ich länger brauche, das ist kapier. Du kannst ikonische Waffen überall in Night City finden. Manchmal erhältst du welche von einem Freund oder erbeutest sie von Gegnern. Gelegentlich findest du sie auch einfach auf dem Boden oder kannst sie bei Verkäufern kaufen. Manche kannst du auch selbst herstellen. Okay, haben wir die Mission A abgeschlossen, ist auch interessant. Von diesem Festival habe ich schon gehört. Spiel, wo fährst du mit mir hin? So, da. Über gestern? Steht alles in meinem Bericht. Was haben wir da hinten? Das wird die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst das schneller rauf. Keine große Sache. Was ist da? Gesundheitsversorgung und Verkehrssicherheit. Traumateam zeigt, wie es geht. Auch in Ordnung.
NCPD-Scanner-Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge. Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst. Fixer. Diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Ich will gar nicht auf die Karten schauen, ich meine, ich kenne die Karten so halbwegs. Aber mir wird immer schlecht bei Open World spielen. Sag nicht, das ist ein Jinguchi-Kleid. Soll ich lieber lügen? Wie bist du da rangekommen? Hast du eine Niere verkauft oder so? Vielleicht. Ja, okay, es ist wunderschön. Aber so viele Eddies? War es das echt wert? Ich bereue nichts. Ist keine Schande, nach Perfektion zu streben. Aha. Auch in Ordnung. Und ihr sucht Erlösung in kaltem Chrom. Was? Ihr sucht Erlösung in kaltem Chrom? Da ist die Polizei. Ja, der gute Jackie muss jetzt halt warten. Ich will noch irgendwas weitermachen. Aha, ich würde jetzt noch nichts weitermachen, weil genau weiß ungefähr, wie lange du brauchst, dass du mit dem Dings durch bist, mit dem Prolog. Obwohl, ja grüß dich, obwohl das eigentlich eh wurscht wäre. Nee, nicht ja. Aha. Was gibt's da? Burrito XXL, okay. Burrito XXL. Auch schön. Was ist da blau markiert? Hab ich auch nicht behauptet. Ah, die zweite Polizei. Urbangarten. Sieh sich einer der großen, bösen Polizisten an. Rettet die Welt. Einen verfickten Fußgänger nach dem anderen. Ja, halt die Fresse. Du solltest auf deine Freundin hören. Interessant, interessant. Mann, ich darf alle aber auf einen besseren PC spielen, aber ich hab das Geld nicht. Tut mir leid. Hier machen wir dann echt andere, wie sagt man, Prioritäten. Ja, kreativ, kreativ. Also da war ich schon. Masala Studios. Kurz dann Blick. Wo ist die Karten? Da. Oh Mama mia. Ist da? Afterlife. Übergabeort für den Verkauf und die Abgabe von Gegenständen. Reaper Dog, was ist da? Nebenmission. Aufträge, die nicht gleich in den Schlagzeilen auftauchen, gefallen. Einfache Aufgaben. Und zufällige Begegnungen. Ja, weißt du was? Wir schauen da mal hin. Können wir jetzt Fuß machen? Ich möchte ein bisschen die Stadt erkunden. Aber ich bereue es ja schon wieder. Muss ich da. Achso! Ich muss da um mich. Alice in Little China. Unentdeckt, wer weiß, was hier auf dich wartet. Was? Wow. Ah, da werden sie wahrscheinlich eh die Nebenmission machen. Das sind nur noch 200 Meter. Ja, wie? Wir müssen ein bisschen trainieren. Was ist das?
Sonst hast du später Beweglichkeit wie ein LKW bergauf. Das will man auch nicht anders. Ich meine, ich habe selber jahrelang in Wien gewohnt und gelebt und gearbeitet und viel Zeit aus meinem Leben dort verbracht, eben private, wegen private Gründe etc. Aber ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, die kleine Stadt in der Steiermark ist dann doch eher meins als wie eine Großstadt, ich weiß nicht. Aber man wird älter, gell? So. Hey! Hey, du! Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich... Kriegst auch Geld! Was ist dein Problem? Kommt drauf an. Was ist dein Problem? Echt jetzt? Willst du vielleicht noch meine Krankenakte? Ja. Will nur sicher gehen, dass es keine Cyberpsychose ist oder so. Es ist... eins meiner Implantate! Zufrieden? Hilfst du mir jetzt oder was? Okay. Na klar. Sehr gut! Worauf warten wir dann noch? Zum Auto! Schnell! Was für Auto? Such dir ein Auto. Da. Das tut so verfickt weh! Scheiße! Ja, dann steig ein, du Verfickter, du! Mama mia, scheiß mir, da hab ich auch nicht den Sitz zu. Garantiert befriedigend stand drauf. Wenn dein Input sich jemals einen Mr. Stubb zulegen will, sag ihm bitte, dass das eine Scheißidee ist. Danke. Ist notiert. Hey! Danke, dass du mich nicht auslachst. Weißt das zu schätzen? Leicht ist es nicht, ehrlich gesagt. Richtig. War ja klar. Oh, fahr einfach! Nied sie um! Bleib mal cool. Die sind gleich weg. Cool? Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich bin mein Bestes. Chill dein Schwanz. Hab ich beim Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Chill deinen Schwanz, du. Verdammt, du Scheiße. Fuck. Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Ja, richtig. Weißt du, wie scheiße weh das tut? Nö. Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide stiller, Chung. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Richtig wie. So gelacht! Bestimmte Handlungen bringen dir Street Cred ein. Verdiene mehr Street Cred und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Ja, weiter. Okay, wir sind... Ich zahl später! Ich ruf dich an! Aber... Typ mit dem... Das tut so verfickt weh! Scheiße! Ja, genau mein Humor. Ja, das ist genau mein Humor. Ja, ja, gut. Was ist da? Eine Schnellreise. B ist aussteigen. Ja, da ist ein Putzig auch noch. Vielleicht können wir uns den ein bisschen behalten. Pershing Street. Fred, NCPD Dispatcher.
Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Achso, das ist das mit dem Boxkampf. Ja, und wo finde ich das? Technologie. Karte, Inventar. Dirndl, du schaust aus wie ein alter Bolzenschneider. Beschäftige dich anderweitig, bis der aufgebrachte Mann dich anruft. Warte ein bisschen. Ich bin ja mittlerweile sehr abergläubisch bei solchen Spielen. Du kannst bemannte Fahrzeuge entführen, sofern deine Konstitution die Attributanforderungen irgendwas hat. Aus dem Weg! Ich muss in dieses kleine. In dieses kleine Dingensbums. Was ist da? Wir brauchen ein bisschen Kohle. Feindlicher Bereich. Ein Auge, Miss Survival und Scharfschütze oder was? Überhitzen, rückverfolgbar. Kurzschluss. Zuerst schneide ich deine Augen aus, ja? Ich mach's schlecht auf dich! У меня для тебя подарочек! Mal schauen. Was? Au! Geh Dreck und ich hab nicht gespeichert. Buh, du bist ein Vollidiot. Aber das ist typisch ich halt. Muss man wieder merken, dass in die Open-World-Spiele wieder speichern. Kurz ein Blick. Charakterjournal, Inventar. Andere Waffen haben wir nicht mit, gell? Na. Rucksack. Ja, was hat denn unser guter Wie im Rucksack? Rucksack.
Ja, probieren wir es einmal, oder? Dann steigst du mal aus, bitte Mädchen, danke. Jetzt muss ich mal nur schauen. Ja, es ist schon besser. Komm mal, wie viel Wert das der hat. Kurz einen Blick. Ich meine, es ist normalerweise nicht meine Musik, aber alles nehmen. Man soll ja im Leben offen sein für mehr, ne? Na gut, Darkwave, Synthwave, das gefällt mir schon. Oh. Was ist da drinnen? Nix. Kann man da speichern? Ja. Brennende Leidenschaft. Saugeil. Gut, probieren wir es nochmal. Wieso? Okay, das warst du. Die gehört gar keinen. Okay, sie hält sich selber. Jetzt erst über diesen Robocop da vorne loswerden irgendwie. Was ist denn eigentlich das da unten? Warte mal. Ah, okay. Ich weiß nämlich nicht, wie viel da noch unten sind, weißt? Komm her, du Pussy. Der Scharfschütze da macht mir noch ein paar Gedanken. Aha. Zelte, interessant, interessant, interessant. Ja, sorry, ich muss erst warm werden mit dem Spül. Jetzt da. Falsche Tasten wieder mal. Katana! Die ist auch kaputt. Wow. Ja, was denn? Je schneller wir uns ein bisschen mit dem Level aufarbeiten, umso mehr kann ich herausfinden, wie weit ich einkaufe, beziehungsweise was alles möglich ist.
Weil ich hab mir eigentlich mit dem Level-System, mit den Neichen, noch nicht so befasst. Ich glaub, da gibt's eh nichts mehr, oder? So, Dirndl, steig auf. Beweg deinen Arsch, Baby! Nehmen wir mit. Mit Powerwaffen kannst du die Flugbahn von Querschlägern steuern, wenn die cyberballistische Kuppel in deinen Händen installiert ist. Okay. Ich glaube, da sind wir fertig. Was ist da hinten in den Kisten? Nix. Steck weg die Waffen. Ah, das ist das. Machen wir es so. Du hast schöne Finger. Skyrim, ha? Mach mal ein bisschen an auf Skyrim. Was ist da gewesen? Da war was. Ja. Das war das. Oh. Sorry. Verbrechen auf. Sichere die Gegend. Also bin ich noch nicht fertig. Da hinten ist noch was, schau. Das war's aber nicht. Ich muss mich noch ein bisschen gewöhnen an das Ganze. Das ist mir alles noch ein bisschen zu. Oh oh. Nicht? Nein, man kann es mal probieren, oder nicht? Ja, und du hast mal mein Herz brauchen. Wo ist denn? Weichbirne. Scheiß Cyberware. Ja, solltest du haben, irgendwann einmal. Ja, mit denen muss ich mich alles auseinandersetzen. Also, bitte nicht böse sein, wenn es heute nicht klappt, gell? Scheiße. Überhitzen, jetzt wird sie geil, ha? Das hat weh getan.
Ich darf nicht so viel reden, du Dirndl-Du. Nicht? Ach, schade. Habe ich nicht irgendwas, mit was ich ein bisschen... Ja, ich find's wirklich erotisch. Weißt du schnell, wo sind du jetzt hin? Kurze Auszeit, Mädchen. Also irgendwie kapiere ich das mit der Cyberware noch nicht. Brav wie. Bist du deppert? Herrlich. Wenigstens ein Level haben wir gemacht, hat sich schon ausgezahlt. Wow! Uns hört jetzt zwar einiges, aber... war erfolgreich, ja, ja. Aha. Wo ist jetzt da die Kleine mit der die Wüde? Weiß ich nicht. Bin ich nicht mehr. Mir ist eine Leiche abhanden gekommen. Oh ja. Boah, die Episode geht schon wieder viel zu lang. Mal schauen, ob es da irgendwas gibt zum Mitnehmen. Nö, da gibt's nichts mehr. Weißt du was? Wir haben immer etwas, was wir brauchen. Kaputt. Ah, herrlich. Unser erstes Kämpfle. Na gut. Bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis wir vom Mann mit der brennenden Leidenschaft wieder was hören. Was ist da hinten? Wo kommen wir da raus? Mal schauen. Mama mia. Kurz ein Blick. Man könnte doch das große Baby probieren. Also, das war jetzt der mehr Klick als Verstand, hä? Komm! Aha! Lass das los! Blute, du Hure! Boah! Also, das war jetzt mehr Klick als Verstand bei mir, gell?
Scheiß drauf. Danke. Nehmen wir mit alles, sehr klar. Die ist kaputt, eh klar. Ja, alter Vati. Wir werden wir später ausschauen. Na, gratuliere. Oh. Da hat sie Bumm gemacht im Kopf. Ja, unser Wie hat ein bisschen einen Durst. Kann man mit dir reden? Na, kann man mit dir reden? Na. Na gut. Die Episode dauert sich schon fast 50 Minuten, das will ich eigentlich nicht. Toll, Was soll machen? Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt jetzt diese 50 Minuten. Und das nächste Mal, weiß ich nicht, was wir das nächste Mal machen. Gibt ja nichts. Wahrscheinlich in Night City zu entdecken. BZW in der nächsten Aufnahme. In der nächsten Aufnahme werden wir uns so ein Maschinchen schnappen. Zum Wir könnten eigentlich den Levelaufstieg machen, gleich als erstes in der nächsten Aufnahme. Und ich hoffe, dir hat das Ganze jetzt ein bisschen gefallen. Ein paar dabei.